Hallo Leute, willkommen zu Part 18 von Prince of Persia The Two Thrones. Letztes Mal hatten wir unser nettes Kämpfchen. Unter anderem eben, also mit dieser Der Prinz reinigte sich also in den Wassern des Brunnens. Sein Körper schien wieder normal, doch sein Geist war weit davon entfernt. Ja, ist doch schön. Ja, also, wo geht's denn jetzt hin? Schade. War wenigstens Versuch wert. Ja, auf jeden Fall. Letztes Mal hatten wir dieses Kämpfchen, wo uns dann auch Farah nach dem Tod dieser Kreatur eben gesehen hat. Was mache ich? Ich glaube, das ist doch gar nicht dafür da, oder? Das ist doch, glaube ich, einfach da. Rüber. Ja, wusste ich's doch. Ja, da hat uns ja entdeckt und bis hierhin sind wir ja bis jetzt noch gefolgt. Dabei sind wir einmal draufgegangen, weil ich zu langsam geschaltet habe, einfach. Ui. Jetzt kann man nämlich das Ding, glaube ich, verwenden. Und ja, mal schauen, was uns jetzt noch so alles erwartet. Weiter kann ich diesen Hebel nicht drehen. So, mal schauen, hat es vielleicht das? Ich denke, ich mache. Das ist ja denn Wurst. Aber jetzt kann man, glaube ich, das Ding da. Ach, da kann man schieben! Meine Güte, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich dachte, das wäre fest eingewachsen. Und ich glaube, das war genau dafür eigentlich ausgelegt, oder? Kann das sein? Nein, ich bin noch ein Vollhorst. Jetzt habe ich unnötig Sand verschwendet. Das gibt's ja nicht. Ach, Menno. Jetzt schaue ich aber nochmal. Weil daran müssten wir denn. Jetzt schaue ich einfach nochmal. Ich glaube, wenn ich das Ding aufmache, kann ich dann nicht. Aber stimmt. Ah, es klappt wirklich. Drehen wir uns mal. Du kannst aber schräg springen, muss ich schon sagen. Aber endlich kann man diese Dinge auch mal hochgehen, weil bis jetzt mussten wir immer nur runter. Also muss auch echt anstrengend sein, oder? Hier ist der nächste Hebel. Nice! Double Kill! Das hätten wir schon einmal machen können, aber da habe ich es ja versiebt. Und ich drücke gerade auch gar nichts, der macht das alles selbst. Das ist ein toller Prinz, der weiß, was ich will. Wir haben auch wieder ein Wäffchen. Boah, das ist ja geil. Vielleicht kann ich hier von so aus einen netten Kill machen. Und ich würde mal gerne wieder eine Lebenserweiterung finden. Ach, super. Wetten, der sieht mich jetzt. Oh, doch nicht. Geil. Ah, wie der Sand atmet, das ist ja schon geil. Schade, dass der Kopf nicht weggeflogen ist. Weil er hat ja richtig durch den Hals gerammt. Das Ding richtig durch den Hals gerammt. Ey, ihr habt doch Langeweile.
So richtig. Wenn ihr glaubt, dass ich den Weg nochmal gehe, weil das sieht auch sehr danach aus, dann habt ihr euch getäuscht. Mach ich nicht nochmal. Wow. Reingeglitten. Nett. Seht ihr es nun? Die Verwandlung ist rein äußerlich. Das ist alles. Warum sollte ich euch glauben? All euer Handeln straft euch Lügen. Ich habe euch nach Kampf und Blut gieren sehen. Der Tod bereitete euch Freude. Dann euer ständiges Gefasel von Blutrache. Die Geringschätzung eures eigenen Volkes. Wie ich vernahmt ihr die Stimmen der Frauen im Freudenhaus, doch ihr wendetet euch ab. Aber ich kam zurück. Zurück. Zu euch. Ihr seid eines Prinzen nicht würdig. Geht und fordert euren Thron. Aber wisset, ihr seid allein. Ein wahrer Freund der Frauen. Die, die du nicht tötest, können nicht schnell genug von hier fortkommen. Toll. Das heißt jetzt wieder ein schönes Ketten. Schön wieder in die Kette springen. Jetzt musst du aber auch richtig timen. Ich glaube, das... Oh, doch, muss ich gar nicht. Okay, habe ich mich mal wieder überschätzt. Na klar. Locke sie ins Licht. Schlag zu, solange sie blind sind. Mach ich ja auch. Genau, bringt euch selbst um. Oh, cool, gleich beide auf einmal. Das ist ein Enigma-Style. Ah, der hält ein bisschen mehr aus. Ich glaube, ich gemeint das Licht. Mann. Gibt's doch nicht. Jetzt fall endlich um. Hauptsache, es geht vorwärts. Zack. Und super. Meine Juten weniger. War das schon der nächste? Toll. Komme ich an den irgendwie ran? Cool. Jetzt machen wir schon wieder Randale. Oh, es geht wohl. Das war jetzt rein. Das war jetzt ein reiner Zufall, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ja, das war blöd. Aber wenigstens haben wir schon mal rausgefunden, dass man hier hoch kann. Das fand ich jetzt aber nicht in Ordnung. Ich hab doch gedrückt, du Spaten! Leck mich doch. Ey, da mache ich schon den... Gehe ich schon den geilen Weg und dann sowas. Immerhin kriegen wir schon mal einen Sandwälder wieder. Und so, da haben wir den zweiten auch wieder. Hör auf, Frauen hinterher zu laufen. Verfolge deine Feinde. Wir haben noch schon eins gemerkt. Das bringt nicht viel, wenn wir die verfolgen.
Okay, da ist nichts. Ich dachte, das wäre vielleicht ein kleines Versteck. Jetzt geh noch mal an die Leiter. Hops, hops, hops. Wenn ich es wieder ordentlich hinkriege, dann ist es in Ordnung. Wenn nicht, oh, dann geht mir das wieder so auf die Eier. In meiner Jugend verlor ich mich oft in den Gassen der oberen Stadt. Ich rannte und irrte ziellos umher und mein Hirn ersann schreckliche Kreaturen. Die Dächer und Durchgänge erschienen wie geheime Fenster in andere Welten. Aber jetzt ist alles anders. Die Farbe ist abgeblättert und das Leben hat der Stille Platz gemacht. Nun herrschen Finsternis und Trübsal. Nein, du bist doch ein Vollhorst. So ein richtiger. Okay, ich bin auch ein Vollhorst. Nein! Ich hätte sie fast wieder gehabt. Gibt's ja nicht. Ach so. Wieso, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Dass es hier auch wieder ein safe, einen sicheren Weg nach unten gibt. Genau. Ah ne, Speedkill muss ich da nicht hinlegen. Nein, falscher Weg. Zurück und eine Waffe. Also eine Zweitwaffe. Eigentlich brauche ich die ja kaum. Okay, das ist der Heino, oder? Oder nee, ist das der Heino? Ja, das ist der Heino. Muss ich gucken, von wo ich den aus am besten angreifen kann. Weil wenn der fällt, dann habe ich nur noch die zwei da vor mir und keine weiteren drei. Dach. Ich gucke jetzt einfach nochmal schnell, das ist ja halb so schlimm. Hat er sich da irgendwo hingestellt? Ja, da hat er sich so hingestellt, super. Und hoffentlich kriege ich das jetzt gleich hin. Ich glaube, der hält ja ein bisschen länger durch als die anderen. Was, wie ich finde, das ist doch manchmal ein bisschen erschwert. Das ist jetzt einfach. Nein! Scheiße! Nein! Verdammt! So viel so Scheiße! Mann! Wieso hat der mich überhaupt bemerkt? Du Kacke, die kommen ja ganz alle auf einmal. Nett. So habe ich das aber nicht in Erinnerung. Oh, verdammt. Nicht.
Was machst du? Komm rüber mit dir. Fuck. Genau, bringt euch selbst um. Fuck. Kein Bock, das nochmal zu machen. Das wird ja garantiert wieder daran enden, dass ein Sandfresser kommt. Oh nein, es kommt noch wer. Also, ich wette, danach kommt wieder Sandfresser. Aber endlich, das war der letzte. Schön, dass du so viel Zeit hast. Hab ich ja auch. Jetzt muss das Ding nur wieder ausgehen und jetzt kann ich es wieder. Der aktiviert das wieder, der automatisch. Und wie viel kriegen wir? Kriegen wir wieder 100? Ihr habt die Macht der Sandwinde erlangt. Cool. Was kann ich damit? Es ist. Achso, es ist wieder die. Ach so, tickt den durch. Jeder Sandwind braucht 2 Sandbehälter, toll. Ach, das ist wahrscheinlich dieses nette Ding dann. Wird schon so eine Vermutung. So. Ich schätze mal, das wird das Niederstechen sein, wo er sich dann, wo die sich dann einfach noch in Sand verwandeln. So, schade, jetzt wäre es echt geil gewesen, wenn da noch so ein kleiner Geheimgang wäre. Aber ich hoffe, ich kann gleich speichern. Meine Fresse. Weil dann wird es nämlich. Ey, jetzt greif. Ey, willst du mich verarschen? Genau! Festhalten! Obwohl du dich mal an diesen Teilen festhält. So, jetzt darfst du hoch. Jetzt kommen wir natürlich auch wieder nicht zurück. Und wir landen in wunderschönen. Du passt es nach. Doch ist der Weg der richtige? Dem Prinzen blieb nun nichts mehr übrig, als hinzunehmen, dass Farah für ihn verloren war. Und zwar aus eigener Schuld. Er hatte ihr die Wahrheit vorenthalten. Und hätte er mehr Mitgefühl gezeigt, wäre vielleicht alles anders gekommen. Doch jetzt war es leider. Ja, dann ist dennoch, das spät. Oder vielleicht gerade deshalb, fühlte sich der Prinz von Farahs Worten und Taten zutiefst berührt. Sie hatte einen Wandel in ihm bewirkt und nach die finsteren Wünsche seines gewissenlosen Alter Ego überwunden. Das ist schön. Dann speichern wir jetzt nämlich. Haben wir mal wieder ein Part gehabt, wo wir soll nicht draufgegangen sind. Ich werde nächstes Mal an dieser Stelle weiter erzählen. Genau. Jetzt sind wir in den Gärten der Stadt. Das ist doch mal was toll. Ja,
Und das nächste Mal geht's dann hier einfach weiter, Leute. Bis dahin. Ciao.